So, dann sage ich erstmal herzlich willkommen zum Let's Play von Guardians of the Galaxy. Einige werden mich erkennen durch Fortnite, hat es nicht gesehen. Ich habe mir einfach überlegt, weißt du was, das Spiel ist eh gerade kostenlos für mich im Game Pass. Machst du daraus einfach mal ein Let's Play, anstatt es einfach immer nur zu streamen? Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Schreibt gerne auch was in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Ich muss mal gucken, wie lange ich die Folgen mache, ob ich das Spiel überhaupt durchspiele. Weil ihr wisst ja, die neue Season in Fortnite fängt an und. Da sind ja mehrere Geschichten. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich habe keine Ahnung, um was es eigentlich wirklich geht. Den Film noch nicht gesehen. Hatte ich aber als nächstes vor, weil ich halt auch die ganzen Marvel-Filme in chronologischer Reihenfolge gucken will. Guardians of the Galaxy ist auch der nächste Film. Und deshalb einfach mal gucken, was mich erwartet. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir rein. Ja, natürlich. Haben wir alles bestätigt? Ja, akzeptieren wir. Ja. Brauche ich jetzt unbedingt ein Konto? Ist das euer Ernst? Kriegen wir es nicht einfach hin über die Microsoft-Kunden? Das fängt ja schon gut an, gell? Ich weiß nicht, wie findet ihr diese ganzen Kontoverbindungen? Ich bin ja so bescheuert. Alles muss online und hast du nicht gesehen. Aber ich glaube, so gibt es hier gerade keinen. Ah. Ich würde sagen, wir machen auf ganz normale Art. Mal Wächtermodus verlangsamen. Ich lasse einfach mal alles auf Standard. So, darf ich jetzt rein? Gut. Aber wie gesagt, wir gucken mal, wie lange wir die Folgen immer machen. Ich weiß es nämlich selber noch nicht. Und dass da oben der Streaming-Modus steht, hat damit zu tun, damit die lizenzierten Musikstücke draußen bleiben. So. Schauen wir mal. Ah, und vorab, mit Cam oder ohne? Ich bin eher der Freund von ohne. Nee, das hat kein Copyright. Kein Wunder, dass du mich nicht hörst. Dein neues Tape? Star-Lord. Wer ist der Typ mit den gruseligen Augen? Der hat keinen Namen. Er gehört zu den Space Riders und er ist nicht gruselig, sondern cool. Dein Space Rider hat alle Hände voll zu tun. Hat die Mutti auch Spaß. Echt Dufte! Man sagt heute nicht mehr Dufte, Ma. Ma! Dufte Was? Sagt heute keiner mehr. Oh, tja, deine Mutter schon. Was meinst du, besorgen wir uns Tickets und sehen sie mal live? Echt, Jen? Man sieht's deiner Mom nicht mehr an, aber ich war mal eine Rockerin. Dein Vater und ich lagen auf einem alten Chevy und hörten Black Sabbath und sowas. Du mochtest Black Sabbath? Wie schon gesagt. Deine Mom ist cooler, als du denkst. Oh, wir haben in die Sterne gesehen und er hat mir erzählt, wo er schon überall war. Mom? Wie wär's mit Kuchen, hä? Ja, ich komm gleich nach. Hast du schon vor einer Viertelstunde gesagt? Wenn du dich nicht beeilst, muss ich den Kuchen eben allein essen. Nein, das machst du nicht. Doch, mach ich. Nein, das machst du Doch, nicht. Doch, mach ich. Hey, meine Frisur. Ich muss sagen, grafisch geht da eigentlich viel Autsch. mehr. Peter! Du sollst doch dein Spielzeug nicht rumliegen lassen. Das ist kein Spielzeug, das ist eine Actionfigur.
eher eine Action-Landmine. Deinen Fuß stechen, ich werde. Er hat nicht mal... Ach, vergiss es. 13 lange Jahre. Sieh dich an. Wo sind die geblieben? Ich komm gleich nach, versprochen. Schon klar. Ich muss Janies Highscore schlagen. Das ist peinlich. Der wird eines Tages hunderte von Dollar wert sein. Tja, wahrscheinlich wirklich. Oh Mann, ich kann's nicht erwarten, das zu spielen. Vielleicht kann ich Andy überreden, dass er es von dem Geld vom Zeitungsaustragen kauft. Tja, früher war das noch so. Da hat man sich die Spiele noch geteilt. Unfassbar, dass ich das gefangen habe. Die Maiden Show war der Hammer. Meine Finger sind immer noch verkrampft, weil ich damit Lesezeichen setzen wollte. Ich weiß, so soll man nicht spielen, aber ich hab's satt, überall zu sterben. Er hat Lösungsbuch benutzt. Ich zieh die Aufkleber ab und kleb sie an die richtigen Stellen. Wenn du weiter so gut triffst, George, schaffst du es mit Sicherheit in die Hall of Fame. Dunkel. Das Gute ist, glaube ich, dass ich den Film nicht geguckt habe. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, weil ich halt einfach nichts weiß. Peter Quill, wach auf! Heilige Scheiße. Drax, du musst damit aufhören, Mann. Das ist echt Schreck. Wir nähern uns der Quarantänezone. Corona. Wie lange war ich weg? 15.338 Ticks. Ganz schön exakt. Die Verräterin ist bereit für unsere Mission. Sie erwartet dich im Cockpit. Gamora ist auf unserer Seite, Drax. Sie ist die Brut meines Erzfeindes und eine Mörderin. Ich traue ihr nicht. Versuch's wenigstens. Wir wollten doch ein Team sein. Ich kann nichts versprechen. So, was machen Sachen? Ist ja nicht selbst verliebt. Oh, das ist nicht bloß ein Schrottplatz. Die Quarantänezone ist der größte Haufen Trümmer aus dem galaktischen Krieg im bekannten Universum. Wir können dort jede Menge Tech finden. Ich bin gut. Es ist nur illegal, wenn das Nova Corps uns erwischt. Und das wird es nicht. Groot ist zu Recht nervös, Rocket. Unterschätzt das Nova Corps. Ah, da bist du ja, Quill. Sag Groot, er soll sich keine Sorgen machen, verhaftet zu werden. Ich bin Groot. Ich bin nicht zu selbstsicher. Ich bin genau richtig selbstsicher. Ich bin Groot. Verhaftet? Weswegen? Unser Schiff ist gerade versehentlich in die Quarantänezone geraten. Ups, eine Fehlfunktion der Navigation. Ups. Wie kann man versehentlich das Nova Corps Kraftfeld durchfliegen? Detail. Schicke Teile, Rocket. Ich nenne sie Klopfer, wegen dem Geräusch, das sie machen. Wenn wir es ohne zerbröselt zu werden durchs Kraftfeld schaffen und zu deinen Koordinaten, müssen wir die nur aufstellen. Dann ist unser Monster ratzfatz rausgelockt. Und wie soll das funktionieren?
Der Klopfer macht beep, 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 beep und das Monster kommt angerannt. Naja, er macht eher so... Und schon kommt das Monster aus seinem Loch geschossen. Bist du da so sicher? Hey, ich krieg meine Infos aus deiner Quelle. Meine Quelle ist absolut verlässlich. Die Koordinaten führen hundertprozentig zu einer seltenen, scheuen, schweineteuren Kreatur. Von der wir nicht die leiseste Ahnung haben, wie sie aussieht. Kannst du mit dem Begriff scheu was anfangen? Ey, ganz egal, wie das Monster aussieht. Solange das Vieh Ohren hat, werden meine Klopfer es uns direkt in die Arme treiben. Heia. So, hier wird mal reingeschmissen, weil so was machen muss. Morgoth mit dir. Hey, selber Morgoth. Ich bin Groot. Morgoth hat was mit Höflichkeit zu tun? Ich werde die Sitten von K'tath nie verstehen, Kumpel. Ich halte nichts von Zahnputztabletten. Manuelles Bürsten ist das einzig wahre. Hey. Ob Drake seine Zelle im Kiln wohl selbst dekorieren durfte? Wahrscheinlich nicht. Hier gibt's keinen Pfadfinder. Sie ist erst ein paar Monate hier, aber ihre Kabine ist schon voll geschmückt. Was hat der hier, BH? Gut, ich sag mal eher Brustschutz. Ach, da unten sind die. Drax. Wegen Gamora. Kann das nicht warten. Ich bereite mich auf die Schlacht vor. Du weißt, wir sollen dieses Monster einfangen, oder? Nicht töten. Natürlich, aber das wird wohl kaum ohne Kampf abgehen. Ganz ruhig, Muskelpaket. Lady Hellbender kauft keine beschädigte Ware. Ich werde versuchen, die Unversehrtheit der Bestie zu bewahren. Gut. Den brauche ich ja nichts fahren. Jetzt sag ich 100 Pro, ohne dass ich weiß. Ich bin Groot. Alles gut, Kumpel? Ich bin Groot. Du weißt, dass ich dich nicht verstehe, Groot. Aber ich gehe davon aus, dass du etwas sehr Nettes und Fürsorgliches gesagt hast. Ich bin Groot. Was hat der Baum gesagt? Keine Ahnung. Jetzt? Ah ja. Ich sehe schon kommen, ich renne hier rum, weil so Groot muss wirklich diese Pflanzen unter Kontrolle bringen. Guter alter Milano. Triebwerkteile von mindestens 5 Schwarzmärkten. Das muss sein. Kann ich was machen? Was ist denn? Okay, Auszeit, Kumpel. Wir müssen über die Gamora-Sache reden. Sie wartet im Cockpit auf dich. Ich weiß, ich weiß. Ich meinte, ist das okay für dich? Ihr beide werdet eine Weile allein auf dem Schiff sein. Sei versichert, Peter Quill. Ich werde ein wachsames Auge haben und jeden Verrat im Keim ersticken. Oder? Du vertraust ihr langsam mal. Du bist naiv, Peter Quill. Sie ist eine Meisterin der Täuschung. Heia. Das hier ist wohl der Gepäckraum. Ja. Ausgelacht. Weißt du noch, der Händler, den wir nach den Emittern gefragt haben? Als du weg warst, lehnt er sich zu mir und sagt, wofür brauchst du die denn? Gamora? Hier oben, Peter. Also geredet wird hier ja viel. Das ist mein Stuhl. Warum sitzt du da nicht drauf? Ich habe eine Strategie erarbeitet. Wir müssen ja nicht nur rein in die Zone, sondern auch noch dieses Monster fangen. Exakt. Habe ich irgendwas verpasst? Aus einem Dutzend misstrauischer Blicke von Drax nicht wirklich. Wenn du also mit deiner Planung fertig bist, darfst du dich ruhig hinsetzen. Wir sind fast startklar. So. Noch was machen? Hey Groot, hat das mit der Eskorte auf Orga geklappt? Sobald wir das Kraftfeld passieren, gibt's kein Zurück mehr. Deine Schwarzmarkt-Codes werden das Nova-Netz knacken, richtig? Ja,
sobald du sie in deine Konsole eingibst. Ich steck nur eine Kleinigkeit ein, damit diese... Okay. Der wird mich irgendwann noch nerven, weiß ich jetzt schon. Rocket, Groot, Drax, kommt her, wir gehen rein. Ein paar Ticks haben wir noch bis zum nächsten Zeitfenster. Wieso noch warten? Nach jeder Rotation erfolgt ein Security Reset. Wir müssen rein und wieder raus, bevor unser Code abläuft, sonst sitzen wir fest. Und wenn wir auf den Reset warten, haben wir eine ganze Rotationszeit. Cool. Hey, wieso steht das Nova-Netz noch? Ich dachte, wir gehen rein. Anscheinend sind die Kontakte der Verräterin genauso wenig vertrauenswürdig wie sie selbst. Sag mir bitte nicht, dass Gamoras Backdoor-Codes für den Arsch sind. Die haben uns unser letztes Geld gekostet. Ganz ruhig, Rocket. Wir haben noch ein paar Ticks bis zum nächsten Zeitfenster. Okay, gerade ist der Reset erfolgt. Du kannst den Code jetzt eingeben, Peter. 0451. Das ist alles? Vier Zahlen? Verdächtig. Das sind zu einfache Sicherheitsmaßnahmen für das Nova Corps. Es ist nicht einfach. Der Code gilt nur heute auf diesem Schiff. Oh, ich verstehe schon. Gamoras richtig? Codes sind eher Verschlüsselungen zur Eingabe... Ha! Ich hab's mir gerade gemerkt. Unglaublich. Ich wusste nicht, dass die hier nach dem Krieg so ein Trümmerfeld hinterlassen haben. Die Chitauri-Armee war noch nie besonders zimperlich. Schon gar nicht unter Thanos. Das ist wahrscheinlich nur noch harmloser Schrott. Ich meine, Nova Corps hatte doch jetzt 12 Jahre Zeit, das wirklich gefährliche Zeugs wegzuräumen. Yep, das mag ich so an dir, Quill. Diese Unschuld. Wow. Was könnte ich mit all der Tech Wunderbares und Schreckliches anstellen? Konzentrier dich, Naga. Wir sind nicht zum Plündern hier. Warum nicht? Die Waffensysteme der Milano könnten es vertragen. Und gutes Geld wär's noch dazu. Die Bestie, die wir suchen, ist für die Monsterkönigin von Sektor 9 viel mehr wert als jedes illegale Bergungsgut. Oh, war knapp. Ein ganz schöner Slalom hier. Ich sehe zwar kein Monster, aber der große Zylinder da vorn könnte das Bergbauschiff sein, das Peters Freundin gemeint hat. Freundin? Für eine Nacht! Und das Monster wird schon auftauchen, wenn wir Rockets Monster-Unlock-Dinger aufstellen. Flag, ja! Groot, Quill, Stiefel an! Team Rocket geht zuerst! Ich soll mit der Attentäterin an Bord bleiben? Wieso das denn? Ganz einfach. Du gehörst zu Team Grün. Du hast mich ins Team gesteckt, bevor es so hieß, und meine Haut ist nicht grün. Sie ist türkis. Türkis? Was? Hör zu, wenn wir das Monster in die Bergbauanlage locken wollen, dann müssen wir auf beiden Seiten Klopfer haben. Zwei Seiten, zwei Teams. Zwei Klicks bis zur Abwurfstelle. Auf dem Untergrund kann ich nicht landen. Ihr müsst springen. Das war das Stichwort. Los geht's, Groot. Spaziergang. Wenn die Klopfer aufgebaut sind, treffen wir uns in der Mitte und fangen das Monster. Alle zusammen. Na gut. Klopfer 1 steht. Also bis jetzt gut gemacht. Gamora, pass auf mein Baby auf. Es ist ein Schiff, Peter, kein Kind. Es ist unfassbar. Ich bin gut. Was, der rosa Schleim? Das ist Nanoharz, damit die ganzen Kriegstrümmer nicht wegtreiben. So, ich denke mal, hier das Einsammeln der Kunden dauert jetzt auch noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon mit der ersten Folge. Wir gucken einfach mal... Stell dir vor, was die Chitauri für Blaster hatten, um solche Fregatten wie die da abzuschießen. Also, wir gehen dann das nächste Mal rein. Ich spiele noch ein bisschen weiter. Das ist halt die nächste Folge. Wie gesagt, ein bisschen Feedback in den Kommentaren wäre natürlich nett. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und haut rein. Abo vergessen wäre natürlich auch nett. Ciao, ciao!